Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und heute haben wir den Daily Shop vom 27.04.2019. Und zwar haben wir heute wieder den Spider-Man den Arachen drin. Wir fangen wieder von links an. Und zwar sind wir heute wieder beim Black Widow Outfit, mal wieder. Ja, haben wir schon unsere Bewertung abgegeben, wir gucken mal uns die ganzen Benotungen an. Das meinst du, da hat sich noch was geändert? Ja, stimmt. Hm? Bestimmt. 4,41 von 5 bei 34 Votes. Zum ersten Mal am 25.04.2019 im Shop. Dann kommen wir zum Biss der schwarzen Witwe. Ja, das haben wir auch schon bewertet. Ist geil. Und hammergeil, das Teil. Hier ist runtergegangen von der Bewertung. 4,3355 bei 21 Euro. Ist echt runtergegangen? Ja. Und dann haben wir auch Windows POS, die habe ich mir auch gekauft. Ist mega cool. Ja. Ja, und da ist die Bewertung, glaube ich, da gleich geblieben. 4,4255 bei 19 Euro. Mhm. Dann kommen wir zum Spider-Knight. Spider-Knight ist Spider-Knight. Ja. Zoomen Sie mal daran, Herr Sofort. Hammer! Boah, das sieht einfach Hammer, das Teil, mega geil. Gehen Sie mal auf den Rücken da, zeigen Sie mal den Rücken. Oh, sieht schön aus, oder? Geil, so. Ja, Spider-Knight kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch, klar. 10 von 10 ist da. Absolut cool. Ich kenne Leute, die den Skin hassen. Ehrlich, wahr? Ja. Kann ich nicht verstehen. 4,0155 bei 74 Votes. Ja, kommt der Pink und sowas. Das ist cool. So. Zum ersten Mal am 21. Oktober 2018 im Shop. Geil. Dann. Oh, mega geil. Arachne. Auch Arachni. Auch hammergeil, der Teil. Auch 10 von 10 von mir. Zoomen Sie da mal ran an Arachni. Boah. Alter, wenn. Das sieht schon. Und da hinten auch dieses Teil. Sieht so der fett sieht aus, ne? Sieht so geil aus, das Ding. Oh. Geh mal, zoom noch mal bitte ganz kurz ran. Hä? Es ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen, dass die auch da unten an den Unterarmen so Netze da hat. Krass. Ja, wie viel gibt's da? Ja, 10 von 10. 10 von 10. Ja, ganz klar. Ja, logisch. Dann 3,5655 bei 185 Votes. Check ich nicht, aber gut. So. Zum ersten Mal am 21. Oktober 2018 wurde der andere zum ersten wurde das Bayern halt. Nee, zur gleichen Zeit, okay. Dann kommen wir zum Netzfeder. Netzfetzer. Ups, Netzfetzer. Der Netzfetzer. Wie viel gibt's denn? Netzfetzer, machen Sie mal da Werkzeug, machen Sie mal da Werkzeugeffekt. Oh. Machen Sie nochmal. Schieben wir mal den Augen. Oh. So, Netzfetzer kriegt von mir 8 von 10. 10 von 10, sieht geil aus. 3,555 bei 14 Votes. Zum ersten Mal am 21. Oktober 2018. Für 800 V-Bucks, der Netzfetzer. So, dann haben wir für... Flugwebe. Ah, für 1200... Oh, das Ding ist kultisch. Für 1200 V-Bucks der Flugweber. Eine geile Spinne, erinnert mich so ein klein wenig eben immer noch an Harry Potter. Was? Ja. An Harry Potter? Ja, an diese Spinnenszene im Wald da. Das erinnert dich an die Spinnenszene im Wald. Ja. Ein fliegender Gleiter. Erinnert diese Spinne dich? Halt, ja. Oh mein Gott. Okay, wie viel gibt's mehr? 10 von 10. 10 von 10. Hammer. Bestbewertetes Set von uns. Hammerteil. 3,6755 bei 21 Votes. Zum ersten Mal dran am 21. Oktober 2018. Die Fäden. So, dann haben wir den Bräunungsspezialisten, der sich die Nase hier verbrannt hat oder zumindest Sonnenschutz drauf gemacht hat. So, mit einer Trillerpfeife, Rettungsring hinten drauf, Rescue. Der Bräunungsspezialist für 1500 V-Bucks. Ich finde, der sieht nicht so toll aus. Ein bisschen doof eigentlich sogar. Kriegt von mir 4 von 10. Mein PC muss heiß wieder. Wie viel hast du denn jetzt gegeben? 4 von 10. Bist du mir Schubbe? Warum? 2. 3,5755 bei 23 Uhr zum ersten Mal am 29. Juli 2018. So, dann haben wir den Prisma. Ja, sorry, ich stehe ja nicht so drauf. Erstens ist es ein normaler Standardgleiter, dann wieder so viel Pink-Pink und Bling-Bling und Neon und überhaupt und magisch nicht. Und deswegen kriegt er von mir auch nur 3 von 10. 5 von 10. Ich mag den nicht. 2,9555 bei 19 Votes.
zum ersten Mal am 12. November 2017. Ja. Könnt ihr mir bitte erklären, mhm, warum der Galaxy Gleiter einer der gehyptesten Gleiter der Welt ist und dieser Gleiter, der fast genauso aussieht, 2,9555 hat? Ja, das ist, weil der eine mit einem teuren Handy zu tun hat, gell? Genau. So, aber ich hype den auch nicht. Also, Eisbrecher. Ja, ich weiß, das Ding ist total beliebt. Machen wir da Werkzeugeffekt da unten. Aber ich bin so, ihr kriegt von mir 6 von 10. Fertig. 8 von 10. 3,8455 bei 32 Euro zum ersten Mal am 16. Januar 2018. Für 500 V-Bucks der Eisbrecher. Dann haben wir den für 1200 V-Bucks den Tech-Kommando. Das sieht so schlimm aus. Und, ja. 3 von 10. Tech-Kommando, okay, von mir 4 von 10. Also sieht nicht. 2,87 von 5 bei 23 Euro zum ersten Mal am 25. Januar 2019, ne? Ja. Sexy Schräglage. Flippen sexy. Flippin' sexy. Geil. Hat Nick erst vor kurzem gemacht wieder. Das habe ich seit langer Zeit das erste Mal wieder gesehen. Und jetzt ist er wieder im Shop hier. Sexy Schräglage. Flippin' sexy. Kultige. 10 von 10 habe ich mir auch gekauft. 8 von 10 kriegt er von mir. 4,53 von 5 bei. Oh. 5, bei 15 Votes. Zum ersten Mal am 5. März 2018. So, und jetzt kommen wir zum Schnips. Damit kann man coole Predicts machen, Leute. Und der Schnips-Emote kriegt von mir, wie viel kriegt er von dir? Ich finde den Schnips eigentlich ganz witzig und der Schnips kriegt von mir, ich muss mal überlegen, was der Schnips von mir bekommt. Schweißgehalt, mach den nochmal bitte. Mach den nochmal. Gleich. Ja. Soll ich den noch machen? Jetzt hier? Ja, machen Sie den noch ein paar Mal da so, den da so. Ja, also ich finde den eigentlich ganz cool, kriegt von mir ein 8 von 10. Oh, wo kommt denn das her? Huhu, Tiger. Ja, Tiger. Dankeschön, der gleich. Was würde denn da wohl drin sein? Oh, was könnte denn da drin sein? Oh, ein Emote. Danke. Ein Emote. Den fandst du doch so cool. Hast du doch vorhin 10, noch ja, gesagt, dass du... Ja, ist geil, oder? So, jetzt wird's langsam schwierig mit den ganzen Emotes, ne? Ja. So. Was? Zahnseide? Du kannst ja nicht Zahnseide dafür ersetzen. Nein, ja, geht gar nicht. Ja, Leute, wenn euch den, das... Achso, wir müssen noch gucken, was hat er für eine Note eigentlich? Warte mal, ganz kurz. Das mache ich sogar ein Video. Was denn? Danke gleich an Sie. So haben wir ihn. Zack. So, das ist Emote Slot Bar 3. Ja, stimmt, das ist eigentlich muss man echt den Floss Emote rein. Das ist Slot Emote 3, ne? Du hast doch jetzt nicht wirklich den Depp da rausgenommen. Nee, das war der Musertanz. Ja, meine ich ja, den Musertanz. Ja. Ehrlich? Doch. So, jetzt muss man ganz kurz gucken. Sprint Emote Slot 3. Den benutzt du so oft. Jetzt habe ich meinen Schnips Emote auf diese Taste. Das bedeutet, wenn ich im Match diese Taste drücke, direkt neben meiner Sniper-Taste, macht's Schnips. Also wenn du es snipst und dann schnippst. Ja. So. Also wenn ja, ja genau halt, was für eine Note kriegt denn der Schnips Snap überhaupt? Der Snap. Boah. Alter, 4,55 bei 6 Votes zum ersten Mal am 21. Mai 2018. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, bis dann, bitte.